In diesen 12 Jahren haben wir nicht einen Tag bereut, dass wir unsere Kinder zu Hause unterrichten. Und ich meine, wir als Eltern müssten ja doch am ehesten noch in der Lage sein, abschätzen zu können, ob das ein gangbarer Weg ist oder nicht. Wenn Eltern, die ihre Kinder auf einem Weg führen, der für sie ganz offensichtlich sich sehr gut auswirkt und der in keiner Weise hinter dem zurücksteht, was der Staat an den Schulen mit den Kindern macht. Wenn solche Eltern dennoch gezwungen werden, ihre Kinder auf die Schulen zu schicken, ohne dass irgendjemand jemals hier nachgeschaut hätte, was passiert hier eigentlich, obwohl wir bewiesen haben, dass es klappt. Dennoch überzieht man uns mit einem Verfahren nach dem anderen. Man lässt nicht locker. Ich hatte immer den Eindruck, dass man mich in der Schule meiner kostbaren Zeit und auch meiner Freiheit beraubt. Ich habe es als so etwas wie ein Gefängnis empfunden. Und wenn ich damals gewusst hätte, dass es auch die Möglichkeit gibt, zu Hause unterrichtet werden zu können, hätte ich mir das für mich selber sehr gewünscht. Also ich fand es immer schön, zu Hause zu lernen. Ich habe die Freiheit genossen, die ich zu Hause hatte, den Lernstoff auf eine recht freie Art lernen. Für unsere Altersgenossen scheint ja Party gehen eines der wichtigsten im Leben zu sein. Na gut, wir haben es damit nicht ganz so. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, den Deutschen wird zweimal das Rückgrat gebrochen. Einmal an der Schule und einmal im Militär. Und da das Militär jetzt weggefallen ist, das passiert, das kann sein, das war damals nicht vorstellbar. Das Militär ist einfach weggefallen, obwohl das Militär eine solch dominierende Rolle gehabt hat. Warum sollte nicht der Schulzwang auch eines Tages einfach wegfallen?